Buyagaya und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Das ist das Bett Hemnis von IKEA und ich erzähle dir heute über Vor- und Nachteile, über unsere Erfahrungen und allgemein, was die Leute von diesem Bett halten und welche Kritikpunkte es gibt. Also, lass uns loslegen. Buyagaya. Das Bett wird in 4 Kartons geliefert oder verkauft. Im zusammengebauten Zustand ist es von dieser Kante bis zu dieser Kante 209 cm lang, von dieser Kante bis zu der Wand 86 cm breit und wieder mal von dieser Kante bis zum Fußboden 83 cm hoch. Eine Schublade ist 70 cm tief, 54 cm breit und 18 cm hoch. Es entspricht 68 Liter. Das heißt, bei 3 Schubladen hat man 204 Liter Stauraum. Man kann locker 300 Kuscheltiere unterbringen. Komplett in einem ausgefallenen Zustand ist das Bett 165 cm breit. Das Bett von IKEA wird auch größtenteils gut bewertet. Auf der Webseite von IKEA, natürlich, da möchte man ja besonders glänzen, mit 211 Bewertungen hat es 4,6 Sterne. Aber, ist wahrscheinlich jetzt nur zu penibel, aber zählt mal alle Punkte zusammen. 4,2, 4,5, 4,4, 4,8, 4,6. Es ergibt 22,5. Durch 5 Kriterien, in meinen Augen, in meiner Welt ist das 4,5. Also 4,5 Sterne. Die schreiben 4,6. Aber ich habe noch weitere, in meinen Augen, Fehler auf der Webseite gefunden. Die Matratze zum Beispiel zu dem Bett wird angegeben laut Zeichnung 13 cm hoch. Laut Beschreibung aber 12. Wem soll man da glauben? Was ist richtig, was ist falsch? Ist egal. Bei Google zum Beispiel wird das Bett mit 4,4 bewertet. Und da gibt es schon ein paar Bewertungen mehr. Über 2000 Bewertungen wurden abgegeben. Und alle befinden sich zwischen 4 und 5 Sternen. 1 bis 3 Sterne kann man wirklich vernachlässigen. Also, das Bett kommt gut an. Besonders gefällt mir das Bett, weil es so kompakt ist. Mit 80 cm Breite ist das sehr platzsparend. Besonders geeignet für kleine Zimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmer oder Ferienwohnungen. Ist sozusagen 2 in einem. Man kann es auch als Bett benutzen oder als Couch oder Sofa. Trotz der kompakten Bauweise ist man sehr flexibel. Dank Ein- und Ausziehfunktion kann man das Bett nach seinen Bedürfnissen anpassen. Entweder als Einzelbett oder als Doppelbett. Ein weiterer positiver Punkt ist der Preis. Mit 219 Stand April 21 liegt das preis-leistungstechnisch sehr gut im Rennen. Zudem ist das Bett sehr wertstabil. Schau selber nach, mach eBay Kleinanzeigen auf und such nach diesem Bett. Teilweise werden 200 Euro für so ein Bett verlangt. Klar, dann ist das Bett aber in einem tadellosen Zustand, neuwertig. Es gibt auch Betten für 50 Euro, aber da sind die Bretter kaputt, irgendwas abgerissen, gebrochen und so weiter und so fort. Aber für ein gut erhaltenes Bett werden fast Neupreise verlangt. Unglaublich. Also wirklich, das Bett ist wirklich sehr, sehr wertstabil. Es bietet auch sehr viel Stauraum. Ne? Mit 204 Liter Stauraum ist es ein Wunder in meinen Augen. Wie schon gesagt, 300 Kuscheltiere habe ich einen Platz gefunden. Über Geschmack kann man sich streiten, aber ich finde das Design von dem Bett ist sehr schön und sehr gelungen. Es sieht wirklich sehr edel aus. Schön weiß, es ist verziert, nicht langweilig, es hat was. Billigere oder andere Betten sind meistens ein Brett, alles einheitlich. Ich finde das nicht unbedingt schön. Mir gefällt das Bett. Aber wie schon, über Geschmack kann man sich streiten. Das musst du selber entscheiden. Bei IKEA gibt es noch dazu 365 Tage Rückgaberecht. Aber natürlich mit Kassenbon und die Ware muss original verpackt sein. Und wie man von IKEA gewöhnt ist, es ist einfach beim Aufbau. Wenn du sehen möchtest, wie ich das Bett aufgebaut habe, klick hier oben drauf. Wenn du Hilfe brauchst, ich erkläre in diesem Video Schritt für Schritt, wie man das Bett zusammenbaut. Leicht aufzubauen heißt noch lange nicht, dass man eine gute Bauanleitung hat. Die Bauanleitung wird am meisten kritisiert. Ich hatte auch meine Schwierigkeiten beim Aufbau. Zum Beispiel bei dem Winkel, Metallwinkel. Befestige ich das so oder andersrum? Das war in meinen Augen absolut undeutlich. Sehr klein, konnte man gar nicht erkennen. Da wäre eine zusätzliche Perspektive wirklich vom Vorteil. Im Forum werden oft fehlende Teile bemängelt. Werden zum Beispiel zu viele Schrauben. Ich finde, beides ist negativ.
Wenn dir was fehlt, dann hast du Baustopp. Du musst dich mit IKEA in Verbindung setzen, um die Teile zu bekommen. Klar, man kriegt die geliefert, aber es kostet Zeit. Und wenn du zu viel hast, wie in meinem Fall, dann stellst du dir auch die Frage, ja, habe ich was vergessen? Setze ich mich jetzt drauf und es bricht zusammen? Also beides ist, naja, auf jeden Fall, es ist in meinen Augen ein negativer Punkt. Zum Aufbau des Bettes braucht man sehr viel Platz. Wie schon gesagt, man hat 4 Kartons, die man gleichzeitig aufmachen muss, um mit dem Bau anfangen zu können. Ja, wer viel Platz hat, ist kein Problem. In so einem kleinen Zimmer, da muss ich schon ein bisschen mich organisieren. Zu dem Zeitpunkt fand ich das negativ, aber wenn man so nachdenkt, es ist eigentlich gut, weil man spart Verpackungsmaterial. Gut für die Umwelt. Bei dem Bett ist der Lattenrost ohne Funktion. Es sind wirklich nur einfache Bretter. Einer der größten negativen Punkte ist die Belüftung. In eingefahrenem Zustand hat das Bett keine Belüftungsschlitze. Das heißt, das Lattenrost ist eine Fläche. Die Matratze bekommt keine Luft. Und welche Folgen das haben kann, werde ich dir gleich erzählen. Aus Kostengründen wird auch an Material gespart. Das heißt, man benutzt relativ viel Spannplatte und da, wo es massives Holz verbaut wird, nimmt man Kiefer. Kiefer gehört zu den billigeren Holzarten. Es hat sehr viele Äste, kann dementsprechend leicht brechen. Und dieser Punkt wird auch sehr häufig bemängelt, dass beim Lattenrost die Bretter brechen. Klar, wenn man punktuelle Belastung ausübt auf das Bett, also sprich, entweder stellt man sich mit einem Bein drauf auf einen Lattenrost mit 80, 90 Kilo, dann bricht das nun mal, ne? Das ist verständlich. Also viele schreiben beim Bett beziehen, man kniet sich mit dem Knie, punktuelle Belastung wieder mal und dann bricht das. Also wenn ihr sicher sein wollt, dass es bei euch nicht bricht, versucht das Gewicht flächenmäßig zu verteilen. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Klar, mit 80 cm Breite ist das Bett sehr schmal. Es wird oft darüber diskutiert, dass 90 natürlich besser wäre. Ich meine, wer das Bett kauft, weiß, dass es 80 cm ist. Also, es ist 80 cm. Überlegt euch gut, ob ihr damit klarkommt oder nicht. Im Forum wird oft diskutiert, was macht man mit der zweiten Matratze. Das heißt, im zusammengebauten Zustand hat man eine Matratze. Wenn man das auszieht, dann bräuchte man die zweite. Wo tut man die zweite Matratze hin? Also, wenn man sich für IKEA-Matratzen entscheidet, die sind zwischen 10 und 13 cm hoch, also im besten oder im höchsten Fall hätte man 26 cm hohe Matratze, das wäre dann bei 26 cm ungefähr diese Höhe. Das ist noch akzeptabel. Möchte man aber eine vernünftige Matratze haben, die mindestens 18 cm hoch ist, unser Emma Matratze ist 18 cm hoch, das ist nochmal 18 cm, ne? Dann würden wir auf diese Ebene landen. Das heißt, es bleiben dann bis zum Rand nur noch 15 cm. Also, stellt euch vor, es würde jetzt so sein, es ist ja ein No-Go. Also müsste man die zweite Matratze irgendwo anders lagern. Das ist natürlich auch so ein negativer Punkt. Wo tut man das hin? Übereinander würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen zu legen. Wieso, erzähle ich dir gleich. Einige beschweren sich auch über Geruch. Also als ich das Bett aufgebaut habe, klar, es hat nach neuem Gegenstand gerochen, aber es war absolut akzeptabel. Ich konnte keine negative Gerüche feststellen. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Wenn man zwei Matratzen übereinander legt, entsteht ein Riesenproblem, und zwar die Belüftung. Die kann nicht stattfinden. Nachts schwitzen wir zwischen halben und einem Liter Schweiß aus. Es ist natürlich ein super Nährboden für Milben, Bakterien und Schimmelpilze, denn die mögen schön warm und feucht. Und dadurch erhöht sich Gesundheitsrisiko. Eine Matratze braucht eine ausreichende Belüftung. Deswegen ist ein Lattenrost ideal dafür, weil die Luft kann richtig gut zirkulieren. Wenn man zwei Matratzen übereinander legt, gibt es diese Luftzirkulation nicht. Aber jetzt wieder ein negativer Punkt für IKEA-Bett. Das ist für mich eine Fläche. Da kann auch keine Luft zirkulieren. Deswegen sollte man, wenn man
sich für das Bett entscheidet, darauf achten, dass die Matratze nicht anfängt zu schimmeln. Es gibt auch noch weitere Nachteile, wenn man zwei Matratzen übereinander legt. Ein Lattenrost kann dann nicht mehr punktuell eingestellt werden. In unserem Fall natürlich nicht, also wir haben nur Bretter, aber falls du ein Lattenrost hast mit Verstellmöglichkeiten, dann kannst du nicht punktuell das einstellen. Zudem können die Matratzen verrutschen, wenn die übereinander liegen. Wenn deine Matratze Zonen hat, zwei übereinander liegende Matratzen verlieren ihre Zonen natürlich. Und natürlich der Härtegrad wird auch hinfällig. Bei Federkernmatratzen wird das noch extremer, denn man schafft es kaum bis gar nicht, die beiden Federn von den Matratzen übereinander zu legen. Wenn du dich aber trotzdem dafür entscheidest, zwei Matratzen übereinander zu legen oder aus platztechnischen Gründen bist gezwungen, zwei Matratzen übereinander zu legen, dann musst du ein paar Punkte beachten, damit du die Schimmelbildung verhindern kannst. Nach jedem Aufstehen zieh die Bettdecke beiseite, sodass die Matratze atmen kann und die Feuchtigkeit verdunsten kann. Halbe Stunde sollte reichen. Beim wöchentlichen Wäschewechsel stellst du am besten die Matratze senkrecht auf, sodass von allen Seiten die Luft gelangen kann und wirklich auch der Rest der Feuchtigkeit entweichen, verdunsten kann. Und zum Schluss würde ich dir einen Matratzenschoner bzw. Matratzentopper empfehlen. Denn Matratzentopper kann größtenteil der Feuchtigkeit aufnehmen, aufsaugen und somit kannst du deine Matratze schonen. Wie du sehen kannst, hat das Bett Vor- und Nachteile. Du musst jetzt entscheiden, ob du mit diesen Kriterien leben kannst oder nicht. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Falls du noch weitere Fragen hast, schreib unten in die Kommentare. Ansonsten like das Video, abonniere, teile. Ich danke dir für. Vielen Dank an meine Unterstützer. Ich würde sagen, Buyakaya und die Reise geht weiter. Von 200 Euro. Also, nochmal. Aber wie schon gesagt, Geschmackssache, nein. Noch dazu. 365. Bei IKEA. Ha! Was ist los? Das musst du auch aufnehmen. Jetzt läuft ganz Zeit. Meine Frau ist wieder da. Wo war sie? Ja, das wollen wir alle wissen. Also auf jeden Fall. Wenn du sehen möchtest, mein Gott, Mami, du machst mich nervös.